Hallo liebe Heimkino-Fans, heute habe ich euch ein Schnäppchen mitgebracht, also ein echtes Schnäppchen. Und das will ich euch heute zeigen, was ihr demnächst kaufen könnt. Und natürlich bin ich nicht allein. Es könnte oder es müsste eigentlich so sein, dass der Ecki irgendwo in der Nähe ist. Da bist du! Ja, na klar. Ecki, von hinten hast du mich nicht erkannt. Du hast das wieder abgedeckt. Ich habe gar nichts abgedeckt. Was ist abgedeckt? Es hat so in der Regie gestanden. Keine Ahnung. Ist eigentlich ja gar nicht notwendig. Genau, ich wollte gerade sagen, denn wir haben ja heute mal nichts Neues. Nee. Im Gegenteil, sondern eher was Altbewährtes. Genau. Und zwar den, was haben wir denn da? Den LG Vivo. H-U, also Heinrich Ulrich. Genau. 85LS. Richtig. H-U 85LS. Die LG-Produktbezeichnungen sind ja immer so ein bisschen, naja, schwer zu merken. Aber einer der ersten wirklich echten Laser-TVs auf dem deutschen Markt, die diesen Namen auch verdienen, meiner Meinung nach, weil sie eben nicht nur ein Bild machen, sondern auch wie ein Fernseher sich bedienen. Also mit Smart-Betriebssystem und einem Pipapo. Ja, und wie das so ist, ein Nachfolger ist angekündigt und deshalb ist er jetzt zum, wie du schon gesagt hast, Schnäppchenpreis zu kriegen. Genau. Aber sagen wir mal Nachfolger oder sagen wir mal Vorgänger, das ist eigentlich jetzt hier gar nicht, steht jetzt gar nicht so im Vordergrund. Nee. Weil eigentlich unterscheiden die sich ja nur in der Lichtstärke. Ja, die unterscheiden sich in der Lichtstärke, wahrscheinlich auch wieder im WebOS, Betriebssystem, ja, Version und so weiter. Aber das ist eigentlich auch gar nicht die Frage heute, sondern die Frage ist, wo steht er für das Geld, was er jetzt kostet, im Vergleich zu anderen Geräten am Markt für diesen Preis? Wo platziert er sich insgesamt am ganzen Marktgeschehen? Richtig, denn als er auf den Markt kam, war er ja sehr schon teuer. Ich glaube, er hat über 6.000 Euro gekostet. Genau. Aber er war aus seiner Zeit sehr, sehr weit voraus mit einer speziellen Laser-Engine, die ohne Farbrad auskommt, viel Helligkeit, viel Schärfe und so weiter. Und ja, er ist jetzt ja schon was älter, aber er war seiner Zeit so weit voraus, dass die meisten Geräte, die jetzt in dieser Preisklasse am Markt sind, was kostet er jetzt? Der kostet jetzt 3.449 Euro. 3.449 Euro, das ist also fast um 50% jetzt im Preis gefallen. Und ja, die Frage ist, was kriegt man von anderen Herstellern für diesen Preis? Gibt es eigentlich nichts. Es gibt nichts Vergleichbares. Es gibt ja, das haben wir ja gerade vorher schon mal kurz recherchiert. Es gibt eigentlich gar nichts. Es gibt eigentlich nur die Systeme, die ein Farbrad haben, die man ja richtig, also für das Geld bekommt man eigentlich nur einen normalen Laser-Phosphor-Laser-TV. Genau. Sprich einen, der fast alle Farben per Phosphor-Farbrad erzeugt. Ja. Diese Geräte sind auch gut, aber sie erreichen nicht so intensive Farben. Sie erreichen meistens nicht so viel Licht. Und haben natürlich diese sequentielle Farbe. Ach, hast du hier dann. Ja, ich automatisiere das wieder, wie immer. Sehr schön. Es geht jetzt immer so schwungweise bei dem Gerät. Weil das wird sich aber dann beruhigen. Also in anderen Worten, die sind von der Technik dann einiges einfacher als er. Und das sieht man dann auch im Bild. Die benutzen auch tatsächlich Chips mit weniger Auflösung. Denn er hat, klar, die sind alle 4K-tauglich, aber bei ihm haben wir noch den großen Chipsatz verbaut. Also den Chipsatz, der wirklich echte 4 Megapixel hat, die dann nochmal verdoppelt werden auf 8 Megapixel. Genau. Und die anderen haben ja nur den Full-HD-Chip zum Einsatz. Und die schiften dann praktisch viermal. Schiften viermal. Er muss nur zweimal shiften, weil er mehr native Auflösung mitbringt. Und man sieht das eigentlich auch. Es ist also bestimmt einer der allerschärfsten Laser-TVs am Markt. Er ist gleichzeitig recht leise, hat ein ordentliches Audiosystem. Aber sagen wir mal so, die Hots, die er jetzt, also die Hot Points, das ist jetzt, dass er... Also einerseits die Schärfe, genau. Also einerseits die Schärfe. Modernes Lifestyle, also weiß, gibt es ja relativ... Da übrigens ein kleiner Wermutstropfen beim Nachfolger, der ist nicht mehr weiß, der ist elfenbeinfarben. Das ist jetzt Geschmackssache, aber wer wirklich ein weißes Gerät auch für weiße Möbel sucht, der sollte jetzt noch zuschlagen, denn der Nachfolger ist nicht mehr so schön schneeweiß. Genau, und jetzt nochmal zu dem Gerät mit dem Farbrad. Der Kunde möchte ja wissen, was wird denn gesteigert, wenn jetzt kein Farbrad ist. Also wir haben ja hier tatsächlich ja eigentlich auch drei Laser,
Richtig. Integriert. Richtig. Und jetzt mal ganz egal, wie der das jetzt macht, ein Fabrad kommt meistens auf einen Fabraum von REC 709, deckt ja, das ungefähr ab. Genau. Ja? Oder ein bisschen weniger. Bisschen mehr. Mehr oder weniger. Ja. Und wir haben jetzt hier den etwas größeren Fabraum. Genau. Also er hat ja tatsächlich für Blau Laser. D3. Das macht jeder. Dann hat er für Rot eigene Laser. Das kriegt man für das Geld normalerweise schon nicht mehr. Genau. Und Grün wird durch eine Laser-Phosphor-Kombination gemacht, aber nicht in Form eines Fabrads, sondern das ist auch statisch sozusagen. Das heißt, das ist schon ein echter Triple-Laser, bei dem aber Grün eben nicht durch einen grünen Laser, sondern durch eine Laser-Phosphor-Kombination gemacht wird. Genau. Dadurch erreicht er einen größeren Farbraum als die reinen Phosphorgeräte, Laser-Phosphorgeräte, und liegt so bei knapp über 90% DCI-P3. Damit ist er UHD-Premium-tauglich. UHD Premium, das sind ja die Spielfilme, die mit HDR und Kinofarbraum kommen. Und man muss mindestens 90% von dem Kinofarbraum abdecken, damit man diese Filme nutzen kann. Das schafft er problemlos. Ist dabei auch sehr hell. 2700 echte Lumen, also der erreicht die auch wirklich. Manchmal übertreiben wir die Hersteller mal so ein bisschen. Das heißt, er ist einer der hellsten am Markt. Super scharf. Und eine Sache, die wir noch nicht erwähnt haben: bei LaserTV gibt es ja. Kommt es auf die Größe an, also auf die Bildgröße. Das fängt an, Spaß zu machen bei 100 Zoll, das haben wir hier, und geht bis 120 Zoll diagonal, also bei 120 Zoll, da sind wir ja schon richtig groß. Aber bei LaserTVs für größeres Bild muss er immer weiter weg. Und viele Modelle brauchen einfach mehr Abstand. Und wenn man dann größer als 100 Zoll machen, muss man schon sehr weit einen Abstand machen. Er ist nach wie vor der LaserTV am Markt mit dem allerkürzesten Abstand. Er braucht, glaube ich, wenn ich richtig mich erinnere, für 100 Zoll nur 8 cm oder 90. Ja, wir hatten, glaube ich, 9,5, aber man kann ja auch 90 Zoll, dann hätten wir ja noch weniger. Genau, richtig. Dann hätte man vielleicht nur 6 cm. Und er macht natürlich auch 120 Zoll dann auch aus einem geringen Abstand, das heißt, man muss die Möbel nicht weit abrücken und man braucht keine so tiefen Lowboards. Und das ist, also das ist meiner Meinung nach das eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale, weil man wirklich schön nah an der Wand platzieren kann. Das ist echt super bei dem Gerät. Und soweit ich jetzt informiert bin, es ist ja nicht nur so, dass man, also man kann jetzt hier zum Beispiel das Bild ja dann scharf stellen. Ja. Ja. Geht es auch über die Fernbedienung? Nee, über die Fernbedienung nicht. Nein, das ist manuell. Also das ist manuell dann. Das heißt aber, das ist ja auch kein Problem. Man öffnet einfach die Klappe. Also klar, aber, und, richtig. Es gibt Geräte, das, bei deinem kleinen Bruder ist das sogar elektrisch, aber man stellt das einmal ein, also ich sehe das persönlich nicht als... Aber es gibt ja auch Mitbewerber, da kann man gar nichts schaffen. Richtig, ist auch ein bisschen kritikwürdig. Ja. Aber ich glaube, in der Richtung würde vielleicht auch mal weitergedacht demnächst. Ja, also halten wir nochmal fest, extrem hell, sehr kurzer Abstand, sehr großer Farbraum, Triple Laser und genau... WebOS. Also LG hat ja wirklich sein eigenes smartes Betriebssystem eigentlich für die Fernseher erfunden. Und das ist meiner Meinung nach auch immer eins der besten am Markt. Das ist sehr übersichtlich, sehr intuitiv zu bedienen. Und es ist tatsächlich im Fall des Vivo auch vollständig, was die Streaming-Apps angeht. Oft fehlt nämlich gerade bei LaserTVs die ein oder andere, fehlt entweder Amazon Prime oder es fehlt Netflix. Bei ihm ist jetzt alles dabei. Man kann Amazon Prime streamen, Netflix streamen, ich weiß nicht, bei Disney Plus bin ich jetzt überfragt. Disney Plus auch. Also wirklich alles, was man so, was einem so, so unterkommt, kann man mit ihm wirklich streamen. So, ich schalte jetzt mal hier an. Genau. Und hier können wir nochmal kurz auf die Ein- und Ausgänge nochmal eingehen. Ja. Die wir hier haben. Das sind dann, gut, das kannst du jetzt vielleicht von hier aus besser erzählen. Ja, wir haben hier zwei HDMI-Eingänge und zwei USB-Eingänge. USB-Eingänge sind ja bei smarten Geräten schon auch nützlich. Da kann man dann Filme, Fotos oder sogar Musik drauf tun, das spielt da alles ab. Er ist natürlich auch voll im Internet, entweder hier per LAN, per Kabel, das geht natürlich am allerschnellsten von der Datenübertragung, aber auch per WLAN. Aber du hast aber auch hier, ich meine, das ist bei fast allen LaserTVs, ist das ja mit inkludiert oder sagen wir, integriert, ist ja hier die Soundbar. Ne? Genau, das meine ich. 5 Watt. Genau, er ist ja für ein LaserTV recht breit, hat deshalb eine recht breite Front, eine recht breite Soundbar. Ja, und gehen wir wieder zurück dann auf die Eingänge, wir haben da auch ein SPDIF. Ja, genau. Also gerade wenn man eben selber mit diesem Betriebssystem streamt, dann ist er ja praktisch der Bilderzeuger. Und wenn man eine externe
Tonanlage hat, sondern eine Stereoanlage oder Soundanlage, kann man den Ton auch aus dem Gerät herausführen. Aber gut, das macht man aber dann eigentlich über den HDMI. Das kann man auch über den HDMI mit dem Audio Return Channel machen. Genau. Aber es geht ja eben auch SPDIF als Audio Out. Das ist nicht oder, Audio oder, noch, Out. Oder noch besser für denjenigen, der das ganz unkompliziert will, der nimmt Bluetooth Audio. Das haben wir ja dann beim WebOS mit drin. Das heißt, dann kann man im Prinzip jede Soundbar, die fähig ist, genau, der Bluetooth, das macht er auch. Könnte man dann auch den der Audio steuert eigentlich jede, ja, also auch, so. Es gibt ja auch Bluetooth-fähige Verstärker, das macht er auch. Ich muss jetzt aber mal oder sagen, dass zum Beispiel hier gerade das weiße, der weiße Lifestyle-Style natürlich wunderbar und am besten in jedes Wohnzimmer passt, ja, wenn man auch die Frau glücklich machen will. Ja. Und man sieht auch keinen Staub drauf, auch wenn das jetzt nicht zur Bildqualität jetzt dazu tut. Ne? Nee, das ist aber trotzdem auch ja kaufentscheidend. Ja. Überhaupt, die LG-Geräte haben meiner Meinung nach mit das beste Design. Also auch bei den Beamern und bei den Laser-TVs. Also dieses kantige, ja, geradlinige, klassische, das ist schon wirklich... Genau, ja, dann haben wir hier LAN-Anschluss noch, wenn man das jetzt verkabeln will. Genau, habe ich eben schon gesagt, das ist und halt für, und er ist auch wenn so man halt wirklich 4K streamen will, dann geht das halt wirklich viel. Und auch jetzt auf der Unterseite hat er auch die, sagen wir, die Gewinde, um das Ganze, dass man auch... Man könnte noch an die Decke. Deckenmontage machen. Könnte noch an die Decke. Wir haben auch ein Bild auf der Homepage bei uns mit aufgeführt, okay, aber ganz ehrlich, das ist halt tatsächlich sehr selten, ja, der Fall, dass dann jemand... so auf oder so installiert. Und jetzt können wir vielleicht noch mal drauf eingehen. Du machst ja auch hier bietest du eine Sinne for Home Edition. Ja, also wer so ein Gerät eine Limited. Genau, ich meine jetzt auch jetzt mit dieser extremen Preisreduktion, das ist immer noch ein stolzer Preis. Und wer sagt, für das Geld möchte ich schon die absolut beste Performance, die dieses Gerät erreichen kann, direkt haben, ohne dass ich mich da selber reinarbeiten muss, der kann eine speziell kalibrierte, eingestellte Version haben. Also ich persönlich kalibriere die Geräte nicht immer nur, ich gucke auch wirklich, dass sie am Leistungsmaximum laufen. Also, ja, dass man sie wirklich auch ausreizt. Und man macht das natürlich auch für verschiedene Anwendungen. Genau. Der Schwerpunkt, wenn man jetzt TV nachmittags unter hellen Bedingungen, dann ist das optimale Setting ein anderes, als wenn man abends einen Spielfilm schaut oder das Videospiele ist, genau, oder Sport. Also man muss auch mal flasch mal dazu sagen, wenn man jetzt beispielsweise bei nicht ganz restdicht verdunkelten Verhältnissen das Ganze kalibriert, dann sieht man dann hinterher in der Messung, dass der ganze Farbraum natürlich zusammenschmilzt. Ne? Ja, also der Unterschied zu einem Fernseher ist, ein Fernseher leuchtet ja selber nach außen. Und der leuchtet immer in denselben Farben, egal was um ihn herum passiert. Ja. So ein Screen, auch wenn das so ein Spezialscreen ist, der speziell auf diese Laser-TVs optimiert ist, der reflektiert schon immer ein bisschen fremdlich. Deshalb ist er ja auch nicht pechschwarz, wie man hier sieht, sondern grau. Und je heller es ist, desto mehr streut dieses Fremdlicht schon noch ein bisschen ein. Und wenn man das bei der Kalibrierung berücksichtigt, dann hat man dann auch bessere, intensivere Farben, wenn man ihn tagsüber nutzt. Genau, richtig. Das ist ein kleiner Unterschied zum normalen Fernsehen. Kann man aber mit der Kalibrierung ausgleichen. Genau. So, und jetzt nochmal vielleicht zum Schluss nochmal auf das Schnäppchen einzugehen. Wie gesagt, 3.449 und das Ganze richtet sich an diejenigen, die so zwischendrin liegen, die also keine 5.000 oder 6.000 ausgeben wollen. Genau, der Nachfolger kostet ja auch wieder. Oder wieder den alten Preis, der kostet wieder 6.000. Oder die jetzt, sagen wir mal, zwischen 2.000 und 3.000 ausgeben wollen. Wie gesagt, die unterklassigen Geräte, also die haben dann... Genau, die unter 3.000, die haben eigentlich im Vergleich zu ihm so einige abgespeckt. Genau, klar, die haben das Farbrad, die Lichttechnik ist meistens was dunkler, nicht so scharf, weil sie nicht den großen Chip haben. Und in Sachen Smart-Betriebssystem sind die meistens auch entweder rudimentär ausgestattet, maximal mit Google, diesem vorgefertigten, aber nicht so optimiert, ja, das ist alles nicht so optimiert wie hier. Sie sind in der Regel auch nicht so leise. Ja, da haben wir nämlich gerade, hast du nochmal einen ganz wichtigen Punkt angeschnitten, die Schnelligkeit. Wir haben ja hier einen Quad-Core-Prozessor drin, ja, und andere Systeme, die stecken da einfach einen USB-Stick rein. Und der kann ja nicht so schnell sein wie ein Quad-Core-Prozessor, ja, also was das Betriebssystem und die Geschwindigkeit angeht. Ja. Und es ist ja auch die Magic Remote, die wie so ein Mauszeiger funktioniert. Also das ist schon definitiv besser als mit externen Lösungen. Noch schneller, ja, da hast du vollkommen recht. Gerade wenn man auch hier viel streamt, dann macht das einiges aus. Also das ist meiner Meinung nach preis-leistungsmäßig jetzt zu dem Preis nicht zu schlagen. Und auch
wird sich auch in Zukunft, glaube ich, nicht viel ändern. Es kommen ja jetzt mehr High-End-Geräte, die aber alle preislich wieder deutlich da höher. Also das ist in der Preisklasse wird man, glaube ich, nichts Besseres kriegen. Hm? Also da bleibt uns eigentlich jetzt nichts mehr anderes übrig, als zu sagen, viel Spaß mit dem neuen Vivo. Genau, viel Spaß mit dem neuen Vivo. Und wie viel gibt es noch? Na, das verraten wir nicht. Viele sind es nicht mehr, ne? Gibt es, ja, da gibt es nicht mehr viele, aber da sollte man sich beeilen. Jetzt haben wir schon mal den LG Vivo hier vorbereitet und du passt jetzt im Moment gerade das Bild ein mit der 12-Punkt Corner Correction. Genau. Das geht ja kinderleicht. Das geht kinderleicht, genau. Man sucht sich einfach die Ecke aus, die noch aus dem Bild ragt. Und dann passt man das einfach an. Und dann geht man zum nächsten Punkt. Und so wird das immer gerade, das Bild. Ich glaube, das hast du in deinem Leben schon mindestens 10.000 Mal gemacht. Oh, so lange gibt es Laser-TVs noch nicht. Und bei normalen Beamern macht man es ja meistens optisch. Aber da gibt es ja auch Geräte, die das besser und schlechter können. Der LG gehört zweifelsohne zu den Geräten, die das besser können, weil er so viele Einstellpunkte hat. Ja, der neue, der hat 15 Punkte. Fällt mir gerade. Oh, da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Doch. Ja, okay. Ja, der hat also 15, also der hat noch mehr. Das geht dann noch genauer. Aber ich denke mal, 12 ist ja auch schon sehr viel. Die meisten, nach den Mitbewerbern, die haben meistens nur 4. 4, genau. Da ist natürlich, ich weiß nicht, was du da korrigieren willst. Ja, also was die Korrektur, es geht manchmal nicht nur um die Ecken. Je nachdem, gut, mit diesen Screens haben wir eigentlich weniger Probleme. Ich glaube, da ist auch berücksichtigt, dass manche Leute auf eine Wand projizieren. Und gerade so Trockenbauwände oder auch gemauerte Wände sind meistens nicht so gerade, wie man denkt. Das sieht man dann immer, wenn man dann halt so schräg drauf projiziert. Und da kann man auch Unebenheiten in der Fläche ausgleichen. Ist aber so, ich denke, das reicht hier fürs erste Mal. Man sieht, wie schnell das geht. Nicht? Man könnte das natürlich noch weiter perfektionieren. Das reicht jetzt mal im Moment für unseren Zweck. Genau, so. Und dann geht man einfach hier wieder raus. Es ist ja auch so, es gibt ja da so viele Reviews von dem Vivo. Das macht jetzt auch gar keinen großen Sinn. Wir machen jetzt nochmal hier mal auf die Schnelle, zeigen wir kurz das Menü. Ja. Wir gehen dann vielleicht mal auf YouTube, gucken da nochmal unsere bekannten Filme, die wir immer so auswählen. Ja, so, wir können Tokio genau. Tokio zum Beispiel, ja. Dass man so ein bisschen eine Referenz hat, wie hier der Kontrastwert aussieht. Genau, also man sieht jetzt hier das WebOS im Homescreen und den virtuellen Mauszeiger, den man hier mit der Fermium steuern kann, das ist so ähnlich wie bei so einer Nintendo Wii. Da, wo man hinzeigt, da ist dieser virtuelle Mauszeiger, das funktioniert wirklich gut. Und hier unten haben wir die ganzen Apps und man sieht, wir haben es ja eben schon gesagt, ist wirklich alles mit dabei. Es gibt auch den App Store, da kann man auch mehr darunter laden. Aber wir haben jetzt hier zum Beispiel hier Netflix, Prime Video, ja, YouTube, hast du gesagt, können wir gerne mal aufrufen. Der Sohn ist natürlich auch immer interessant für Sport. Ja. So, also einmal YouTube. Oh, da will er uns schon direkt eine neue. Ja, drücken wir das mal. Machen wir mal aktualisieren, das werden wir wahrscheinlich aber später dann rausschneiden, weil wir jetzt nicht wissen, wie lange das dauert. Sehen wir jetzt. Oder. Ach, das sind nur 9 MB, ich glaube, das geht. Ach nee, dann können wir das machen. Dann machen wir natürlich jetzt hier direkt live weiter. So, da sieht man auch, das weist dann auch darauf hin, wenn es was Neues gibt, hat man immer die neueste Version. Ja, das sieht natürlich auch, dass wir das sehr authentisch alles aufnehmen. Genau. Fast nichts geschnitten. Richtig. Und man sieht dann, wir erleben das im Prinzip genauso wie der Kunde zu Hause. So, jetzt haben wir aber auch gesehen, wie schnell das jetzt ging. Wir haben jetzt das Update schon drauf. Jetzt kommen hier die Vorschläge. Aber ich würde an deiner Stelle, oder wenn du mit eins verstanden bist, gleich mal vielleicht den Tokio-Film machen, dass wir da... So, was soll man denn suchen? Da würde ich nämlich 4K-Video, was kommt denn da?
Ah ja, Australien. Das hat, sowas wird man ja auch mal so einen Sonnenuntergang. Ja, der gerade, hier in Italien ist ja jetzt Urlaubszeit. Oder das, ja. Also hier haben wir auch den Ton. Ja, das wird, kommt in YouTube-Videos ja meistens nicht so authentisch rüber. Also hat schon einen guten Klang, definitiv. Ja. Besser als die meisten Fernseher, definitiv. So, jetzt haben wir die Werbung auch übersprungen. Ja, jetzt sehen wir natürlich hier, das ist hochauflösend. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig. Ich würde sagen, ja, noch mal weiter und. Ja, wir haben jetzt mal die verschiedenen Bildmodi, Kino optimiert, Sport. Das sind diese Grundeinstellungen, die kann man natürlich noch perfektionieren, haben wir eben schon besprochen. Ja, das ist in der Tat ein bisschen langweilig, da hast du recht. Ich dachte, das wäre jetzt mal ein bisschen. Ja, wir müssen ja unseren Kunden was bieten. Such du mal was aus. Ja. Mach doch einfach mal Tokio 4K. Tokio 4K. Tokio 4K. Okay. Vielleicht wieder was live, wie das letzte Mal. Ah, ja, stimmt, da hatten wir das war doch so lustig. Das war auch witzig, ja. Tokio Drift, genau, das ist auch immer sehr beliebt. So. Ja, haben wir es schon. Ja, ich schreibe das jetzt trotzdem aus. Ja, gut. So. Da haben wir jede Menge HDR. Genau, das mit der Straße, das ist doch immer ganz gut als Referenz. Schauen wir uns das mal an hier. Gut, man sieht jetzt natürlich, wir haben jetzt hier eine CLR-Leinwand, die holt jetzt schon ordentlich was raus. Aber irgendwie haben wir da einen Stein drin. Nee, das, du musst jetzt nicht nach dem Bildschirm gehen, also nicht nach unserem Kontrollbildschirm, also, okay. Sondern ja, der kann das natürlich jetzt, ich nehme heute nämlich das erste Mal mit HDR auf, also. Und das kann der nicht darstellen. Also, deshalb also. Müssen wir jetzt hier mal bei dem Projektor bleiben. Und, aber was man jetzt hier sieht, dass die CLR-Leinwand schon hier einiges rausholt, ja. Aber das ist natürlich besser, wenn wir jetzt hier weiter verdunkeln würden. Das ist natürlich ganz klar. Genau, hier sehen wir übrigens, wir haben hier auch verschiedene HDR-Bildmodi. Er zeigt jetzt an, dass er HDR hat. Also, mit authentischem Ton. Straßenverkehr. Aber da war noch ein anderer Film. Geh nochmal zurück, wo die Leute da in der Straße laufen. Das ist eigentlich, da war der doch schon. Ja. Nee, das war der nicht. Da geht die Straße mal. Hier. Doch. Hier laufen sehr viele Leute. Nee, das war nicht, das war aber der linke. Der das hatte ich schon. Ja. Nee, da war noch einer. Guck mal neben dran. Und nochmal zurück. Den hier. Der ist eigentlich immer ganz gut. Das sieht man dann. Das sieht man ja dann hier ganz schön. Ich muss das mal ein bisschen. Ist der jetzt momentan auf der vollen Leistung? Moment, da gehe ich von aus. Schauen wir mal. Ja. Genau. Da gehen wir mal bei Tag. Es ist super einfach, deinen eigenen Alltag mit Hilfe von Google klimaneutral zu gestalten. Mit Google Maps habe ich einen lokalen Unverpacklagen entdeckt und konnte dort klimaneutral. Hier sehen wir auch mal Werbung. In groß. Wenn die Hersteller auch gerne mögen. Probier es auch. Ne, das darf man nicht machen, weil der hat. Ich brauche Content mit 60 Hertz, also 60p. Deshalb, sonst fängt das an zu zittern. Okay, dann schauen wir mal. Das müsste aber 60p jetzt hier sein. Also, das ist Werbung, aber. Gut, das ist jetzt perfekt. Ah ja, tatsächlich. Ah, da kriegt man ja auch mal. Sind das hier sozusagen. So, also man sieht jetzt hier, dass die Helligkeit auch jetzt mit restlichen Bedingungen ja. Relativ gut ist. Ne? Genau. Also jetzt, wenn ich jetzt hier Tagesschau gucke oder sowas, ne? Also es, wenn ich jetzt einen richtigen Disney-Kinderfilm gucke, ne?
Ja. Also wenn ich jetzt einen richtigen Disney-Kinofilm mir anschauen will, dann nehme ich natürlich, dann kann man verdunkeln, dann bereitet man sich das vor, genau, das ist vielleicht auch ein bisschen später am Abend, ja, und das Licht aus, ne, und dann steigert sich sofort natürlich auch. Aber tagsüber, das normale Fernsehmaterial, das ist ja ungefähr so wie hier, das ist problemlos eigentlich, da muss man nicht für abdunkeln, dafür ist er hell genug. Ich kann jetzt aber trotzdem mal, das ist hier für mich kein Act, ich werde jetzt trotzdem mal abdunkeln und dann können wir nochmal nochmal Tokio bei Nacht gucken. Richtig, und dann gucken wir uns das nochmal an. So, dann gehe ich jetzt gleich mal hier nach unten an die Hauptsäulung. So, dann hat natürlich auch der Vivo, der hat ja auch eine Zwischenbildberechnung. Richtig, und hat auch eine gute Zwischenbildberechnung, genau. Die können wir vielleicht auch mal ganz kurz zeigen. So, jetzt sieht man praktisch in Echtzeit, wie der Kontrast immer besser wird. Genau. So, und das Ruckeln ist natürlich, das liegt jetzt am Internet und am Vorladen. So. Da haben wir wieder, da war wieder der Kameramann, der da so hingewackelt ist. Jetzt haben wir rechts unten noch eine helle Ecke, das ist hier die... Gut, das lassen wir jetzt mal als letztlich. Die Tür, die starten auch direkt drauf. Ja. So, die Zwischenbildberechnung, ja, das kann man in dem Bildmenü einstellen. Da gibt es hier die True Motion. Kann man eigentlich bei dem LG Vivo auch die HDR-Settings irgendwie beeinflussen? Hier haben wir die True Motion. Da haben wir aus, dann ist sie aus. Flüssig, dann haben wir besonders flüssigen Bewegungsablauf. Klar, da betont er die Bewegungsschärfe. Und hier haben wir dann noch ein Eigendrehler. Und das finde ich immer besonders gut, denn manche mögen es nicht, wenn es zu flüssig ist. Jeder hat da so seinen eigenen Sweet Spot, gerade bei Spielfilmen. Damit das noch authentisch aussieht. Mhm. Und das funktioniert wirklich sehr gut, das kann man hier sehr schön einstellen. Ja, tatsächlich hat man auch bei HDR, um auf deine Frage einzugehen, verschiedene Bildmodi. Wir sind ja jetzt HDR und wir sehen, wir haben bei HDR auch lebhaft, Standard, Kino. Das heißt, wir haben auch für HDR 5 verschiedene Bildmodi, die wir alle getrennt einstellen können. Könnte man nochmal diese Straßenszene machen? Von YouTube und dann mal hier drin umspielen, wie sich dann, sagen wir, die Details im Bild verhalten, gerade der Weg. Also du meinst jetzt das hier? Den Weg, genau. So. Den möchte ich jetzt gerade mal mit verschiedenen Modis mal sehen, ob man das... Das kann man jetzt hier machen, wenn man hier mal... Das da kann man hier zum Beispiel mal durchsetzen. Das ist der lebhaft. Hier sieht man, dass die Farben etwas wärmer werden, etwas realistischer. Dann haben wir hier den Kino Home. Denk mal, das sind eben die Details, waren eben, sind einfach schlagartig, sind die besser geworden. Ja, also man hat hier verschiedene Modi und die kann man natürlich auch mal jeden für sich anpassen, wie man möchte. Ne? Ja. Das ist, man sieht auch, dass die Schärfe sich ändert. Das kann man, wie gesagt, in jedem Modus dann nochmal einstellen. Da kann man dann hier ins Untermenü. Und dann kann man hier nochmal Kontrast, Schärfe, Farbtiefe. Also gut, jetzt sieht man hier, du hast jetzt eine Einstellung gewählt, jetzt sieht man wirklich jeden Kaugummi auf dem, auf dem Weg. Klar, das ist jetzt der Lebhaftmodus, der ist dafür möglichst scharf, möglichst... Und da sieht man irgendwie, da fliegt eben gerade ein Beleg weg. Irgendwie, was weiß ich, der hat irgendwas Teures gekauft und ist schnell abgehaut. Ja, perfekt. Ja, macht schon Spaß. Also das macht schon Spaß. Gucken wir doch mal, ob wir vielleicht noch was live, ist da irgendwie was live momentan? Oder wird das ein, oder muss man das oben auswählen? Ich weiß es nicht, Tokyo Live. Wir können ja mal Tokyo Live eingeben. Oder Live-Kamera. Wir probieren das jetzt mal. Wollte ich nicht. Tokyo Live, guck mal, da ist sogar schon, wird sogar schon vorgeschlagen. Ja.
24/7. Was ist das mit der 24/7 live. Das läuft an der 24 Stunden. Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Regen! Ach nee, oder? Regen in Tokio. Jetzt Livestream mit Live-Chat. Sag mal, was ist denn das? Ist das? Vor allem, wie verdienen die damit Geld? Läuft auch unter dem Schirm, hast du gesagt? Ja. Oh Mann. Godzilla ist auch da, siehst du um? Ja, Godzilla greift an. Ja, Godzilla. Ja gut, die Qualität ist jetzt natürlich zum Vergessen. Aber ja, ganz interessant, ne? Guck mal, der verfolgt jetzt die beiden. oder sie. Laufen auch brav noch alle Mundschutz da in Tokio. Aber das haben die ja schon vor Corona aufgemacht. Ja. Gut, Eggy, wir müssen jetzt langsam Schluss machen. Sonst kann man das. Man möchte ja auch noch irgendwann jetzt das Gerät kaufen. Deshalb. Ach genau, man kann sehr viel damit gucken. Es ist ja ein Lasergerät und hat natürlich 20.000, 30.000 Stunden Lebensdauer wie normaler Fernseher. Das heißt, macht nichts, wenn man das tagelang durchguckt. Genau. Und wie gesagt, entschuldigen jetzt mal für die schlechte Bildqualität, die hier zum Teil ist. Die ist natürlich abhängig, was wir hier dem Vivo anbieten. Ne? Wenn wir natürlich jetzt hier in YouTube müssen wir das nehmen, genau, was wir jetzt gerade kriegen. Richtig. Am besten dort mal unter Info gucken, ob das dann auch 60p oder 50p ist. Und dass das 4K, 8K, was hast du nicht gesehen, ist. Ne? Und eben nicht jetzt sowas. Ne? Also das ist jetzt einfach nur mal interessant, weil es eben live ist. Gut. Gut, also dann viel Spaß mit dem neuen Vivo. Jo. Danke, tschüss. Das ist echt geil.